Wenn wir uns die BAV heute anschauen, dann hat sich so die letzten gut 10 Jahren einiges geändert. Und zwar, wir haben zwischenzeitlich den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung und wir haben einen sehr starken Wandel von der arbeitgeberfinanzierten zur arbeitnehmerfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge. Wir haben aber auch eins, die betriebliche Altersvorsorge ist ganz stark von Versicherern und von Versicherungslösungen dominiert. Also bei den Unternehmen ist heutzutage so, wenn sie das Wort BAV sprechen, sehen die im Kopf, BAV ist gleich Versicherung. Also BAV und Versicherung wird fast gleichgesetzt. Das ist fast das Identische. Also wenn Sie sagen, ja, ich möchte mit Ihnen heute mal über BAV oder wir wollten ja über BAV sprechen. Ja, von welcher Versicherung kommen Sie nochmal? Das ist fast der, fast der automatische Satz, der immer kommt, ja, aber da muss doch eine Versicherung, aber welche Versicherung steht denn jetzt im Endeffekt dahinter? Also das ist das, was Partner uns immer wieder sagen, die stellen was vor, die sprechen über was und sagen, ja, aber welche Versicherung geht es jetzt? Nein, das geht ohne Versicherung. Ja, aber irgendeine Versicherung muss doch dahinter stehen. Ja, vielleicht der Pensionssicherungsverein, aber wir brauchen keine Versicherung. Weil BAV ist ein rein arbeitsrechtliches Thema, hat mit Versicherung überhaupt nichts zu tun. Versicherung ist eine mögliche und denkbare Rückdeckungsmöglichkeit, aber nicht mehr. Und auch nicht weniger. Und BAV wird durchs Arbeitsrecht und letztendlich vielleicht auch durch Steuerrecht dominiert, aber niemals von der Versicherung. Heutzutage versucht man im Arbeitsrecht das zu machen, was die Versicherung gerade so an Bedingungen hat. Und die Versicherung gibt oft mit ihren Bedingungen, die mit Arbeitsrecht und BAV überhaupt nichts zu tun haben, wo einfach Geld, Verträge ausgeholt werden, Verträge zum Schluss weniger werden, wo Verträge zwangsabgefunden werden, mit Abfindungsbeträgen, die das Betriebsrentengesetz sogar nicht geht, versuchen hier in die BAV rein dominieren. Aber die Reihenfolge ist anders. Ich habe Arbeitsrecht, ich habe geltendes Gesetz und da muss ich eigentlich den Rest anpassen und nicht umgekehrt. Ja, und die Durchführungswege, die wir derzeit haben, sind überwiegend Pensionskasse und Direktversicherung. Das sind so in Deutschland, sage ich, im Massengeschäft, in der Mitarbeiterberatung, die meist beratendsten Durchführungswege, die hier derzeit eingesetzt werden.